Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ihr seht schon im Hintergrund, heute ist Thanksgiving und wir gucken uns natürlich an, was hier heute abgeht. Hallo liebe Bewohner, es ist Donnerstag, der 26. November. Unser diesjähriges Schlemmfest dauert noch bis Mitternacht. Kommt und feiert mit uns die reiche Ernte. Ein echter Weltklasse-Koch wird uns auf dem Festplatz bekochen. Wer da zu spät kommt, ist selber schuld. Ist das dann eigentlich Erntedankfest im Deutschen oder ist das nochmal ein ganz anderer Tag? Ich habe keine Ahnung. Thanksgiving wird ja meines Wissens auch nur in Amerika irgendwie gefeiert und bei uns gar nicht so richtig. Ich habe auch irgendwie richtig das falsche Kostüm an dafür. Ich bin doch Halloween-mäßig eingekleidet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde aber gut, wie auf meinen Bäckchen immer noch die Tattoos da drauf sind. Das finde ich sehr gut. Naja, wir sprechen auf jeden Fall mit unserem Sternekoch hier. Vielleicht hat der ja ein bisschen mehr zu sagen. Der Gernot. Bist du einer der hiesigen einheimischen Glubbeli-Glubbel? Gernot, mein Name, meines Zeichens Meisterkoch. Ich soll hier einen Auftrag von Nook Inc. bewirten. Auf Schlemmfest wollen wir uns mit einem Festmahl aus frischen Zutaten für die ertragreiche Ernte bedanken. Guck. Und wer kennt sich mit Festmahlen besser aus als wir Truthähne? Deshalb hat man mich eingeladen. Leider befindet sich das diesjährige Schlemmfest noch in der, naja, wie soll ich sagen, Konzeptionsphase. Dabei hätte ich eigentlich alles parat, um ein köstliches Muschelsuppe zu zaubern. Nun ja, beinahe alles. Mir fehlt nur noch eine Sache, nämlich die lokale Zutat. Naja, ich bräuchte 3 Teppichmuscheln. Könntest du mir vielleicht welche geben? Das wäre super Tüfte. Alles klar, machen wir. Teppichmuscheln gibt's ja überall am Strand. Aber ich muss mich erstmal neu einkleiden. Deswegen, auf zur Schneiderei! Okay, also die Schneiderei hatte zumindest eine Sushi-Kochjacke und so eine komische Kochschürze. Mehr oder weniger. Sieht jetzt immer noch komisch aus, auch weil meine Hautfarbe nicht so ganz gesund aussieht. Aber so, das ist jetzt erstmal unser Outfit of the Day. Das passt schon. Sieht auf jeden Fall mehr festlich aus als das, was wir vorher hatten. So, dann lass doch einfach mal auf Teppichmuscheljagd gehen. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, welche zu finden. So, guck, da haben wir schon die erste. Ja, die Teppichmuschel. Jetzt nur noch 2 weitere. Übrigens ist die Musik auch eine andere, wenn ich mich mal kurz hier hinstelle. Extra für Thanksgiving ein eigenes Lied geschrieben. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Schon wieder dieses, muss ich sagen. Ah, ich muss mir das abgewöhnen. Ich hasse das. Ich sag das viel zu häufig. Da, vor ist die zweite Teppichmuschel. Ich habe auf jeden Fall noch eine DIY. Flaschenpost, auch nicht schlecht. Ey, komm, eigentlich gibt es ja immer so viele Teppichmuscheln, wenn man den Strand abläuft. Da! Und jetzt ist ja plötzlich gar keine. Hab dich gesehen, du Teppichmuschel, komm sofort her. Nummer 2. Und da haben wir die Nummer 3. Okay, perfekt. Oh, alle lächeln schon nach einer Kostprobe, weil ich natürlich. Glubbidi glub glub. Hast du denn die 3 Teppichmuscheln für die Muschelsuppe? Klar habe ich die. Hier, nimm. Oh, das ist interessant. Guck mal, ich könnte dir noch die Kürbisse geben, die ich hier habe. Aber erstmal nur noch den Teppichmuscheln gefragt, deswegen. Ja, bitteschön. Oh ja, das sind die besten Teppichmuscheln hier vom heimischen Strand. Geil, echte Prachtexemplare. Das wird bestimmt eine leckere Muschelsuppe. Guck, guck, guck. Gut, dann habe ich jetzt alles. Dann mal ran an den Speck. Die Muscheln. Wusch ans Werk! Guckelikop. Ja, das sieht geil aus. Eine richtig schöne Muschelsuppe. Ich hab noch nie eine Muschelsuppe gegessen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also so Fischsuppe, mega geil, aber Muschelsuppe, keine Ahnung. Schmeckt wahrscheinlich auch sehr fischig. Weiß ich aber nicht. Oh, er schenkt mir einen Schlemmfestteppich dafür. Das ist ja sehr lieb. Danke, Mr. Gernot. Für den nächsten Gang können wir einen Kürbiskuchen backen. Wir brauchen einen Orangekürbis und einen Weißkürbis. Haben wir meines Wissens beides dabei? Ja, habe ich beide dabei. Hallo, ich hab schon alles. Weiß und Orange, beides für dich. 15 Kürbisse. Mach eine schöne Suppe draus. Frisch ans Werk. Das ist auch süß. Ob es das Emote auch noch irgendwie gibt? Für einen selber? Ah, oh, ach, ein Kuchen, stimmt. Oh, mega gut. Die Suppe ist noch nicht mal aufgegessen und er macht schon das Kuchen. Den Kuchen. Okay, wir sehen jetzt da noch 2 Gerichtsglocken. Deswegen, die haben auch irgendeinen Namen, aber ich habe den Namen von denen vergessen, von diesen Glocken. Deswegen glaube ich, es gibt insgesamt 4 Gerichte, die man heute herstellen kann. Kann das sein? Ich glaube schon. Er gibt uns eine Schlemmfest-Tapete. Okay. Keine Ahnung, wie viele Items es insgesamt gibt, aber ja, danke. Und als nächstes will er ein Gratin machen. Ist Gratin nicht sogar eine Beleidigung im Französischen? Du Gratin, Gratin. Aus Meeresfrüchten, Dörrpilz und Miesmuschel. Uff, okay, das kann ein bisschen länger dauern. Dörrpilz kenne ich nicht mal. Naja, lass mal mit unseren Bewohnern sprechen. Hier, Bea findet richtig geil, was hier der Koch gemacht hat. Ach, das sieht so lecker aus. Und ich kann sicher noch was lernen für meine Kochversuche zu Hause.
Tatsache. Ich habe ja auch eben jemanden sein Handy rausholen hören. Irgendjemand hat hier fotografiert. Du vielleicht, Mrs. Katharina. Oh, Hallöchen, Dizzy. Findest du nicht auch, dass es hier mega lecker duftet, Dizzelchen? Also meine Zunge ist gerade voll eifersüchtig auf meine Nase. Süß. Und bei dir, Misuzu? Hat man hier so eine Delikatesse gesehen? Welche Genüsse uns wohl sonst noch erwarten? Das werden wir erfahren. Okay, aber diese komischen Sachen, die ihr jetzt haben wollte, weiß ich wirklich gar nicht, wo man die herbekommen soll. Aber ich habe hier eben schon bei so einem Baum irgend so einen Pilz gesehen. Vielleicht ist das ja so ein Pilz, den er haben will. Nee, das ist ein Rundpilz. Kannte ich aber auch noch nicht. Rundpilz ist auch neu für mich. Naja, da er meinte, dass das Meeresfrüchte sind, werden die wohl im Wasser drin sein, gell? Heißt, ich brauche meinen Taucheranzug, den ich natürlich nicht dabei habe. Alles klar. Dann gehen wir nochmal nach Hause, ziehen uns nochmal um und holen uns auch unser Taucheranzug. So, jetzt sehen wir aus wie ein Koch und gehen jetzt unsere Zutaten ertauchen. Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig tauchen und das muss auch ziemlich kalt sein. Es ist Ende November. Ich weiß ja nicht, wie warm Ende November so ein Meer ist, aber ich vermute nicht allzu warm. Wieso ist hier nichts? Da, da hinten ist was. Das holen wir uns. Aber das ist ein Fisch. Wie kann man... Nee, der haut einfach ab. Ja, GG. Naja, Leute, feiert ihr Thanksgiving jetzt außerhalb des Spiels? Weil ich weiß, meine Familie macht gar nichts. Wir gehen nicht mal in ein Restaurant oder so. Ist uns scheißegal. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Feiertag ist in Deutschland oder ja, ob das hier überhaupt irgendjemand feiert. Ob das wirklich allgemein nur in Amerika gefeiert wird? Weiß ich alles nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man taucht. Wie taucht man, Leute? Ah, mit Y. Sehr interessant. Warte, warte. Ich brauche das. Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr da irgendwas macht. Und es ist ein... eine Seegurke. So sieht eine Seegurke aus? Naja, sei willkommen in meiner Truppe, Gurke. Toll, was... Ich weiß nicht mal mehr, was ich brauchte. Scheiße, ich habe vergessen, was ich brauchte. Irgendeinen Pilz brauchte ich. Und die zweite Zusatz habe ich einfach vergessen. Haben wir da einen, einen Seestern? Bringt mir jetzt auch nichts. Wieder was anderes. Eine Seeanemone. Kann man Seeanemonen essen? Sind die nicht giftig oder so? Ich glaube, die sind giftig und deswegen ist der auch in so einem Teil unten drin? Bin mir nicht sicher. Funde wie diese animieren mich zum Tauchen. Ha! Hier haben wir eine Miesmuschel. Miesmuschel war das zweite. Safe. Safe war das eine Miesmuschel. Ich glaube, jetzt, wo ich das lese, hat er das gemeint. Ist das eine entfernte Verwandte vom Miesepeter? Hahaha. Jetzt brauchen wir halt nur noch diesen komischen Pilz. Pilze wachsen... aus meiner Welt sich nicht im Wasser, aber Animal Crossing hat mir schon einige Sachen beigebracht. Ich kenne jetzt richtig viele Fischarten und so durch Animal Crossing, also hinterfrage ich das mal nicht und es gibt bestimmt auch Pilze unter Wasser. Wenn Animal Crossing das sagt, dann wird das stimmen. So, hier haben wir... Das sieht interessant aus. Ist das ein Pilz? Nein, eine Turbanschnecke. Ich habe mich von ihr nicht einwickeln lassen. Lustig, weil man Turbane ja auch um den Kopf wickelt. Nee, da. Eine Babylon-Seeschnecke. Na, brauchst du mir einen Turm? Bitte ein Pilz? Nee, wieder die Anemone. Alles klärchen. Und Wakame-Alge. Sind das nicht die Algen, die tatsächlich in Japan immer essen? Du hast dich Wacker geschlagen. Ach, wegen Wakame. Noch eine Turbanschnecke. Ein Seestern. Noch ein Seestern. Geil. Nee, noch eine Miesmuschel. Oh, und was Neues. Sind das diese Pilze? Nee, eine Seepocke. Die hat zu hoch gepokert. Hm. Noch so eine Wakame-Alge. Okay, aber ich habe keinen Platz mehr. Na dann, tschüss Wakame-Alge. Lup. Siss. Ja gut, kein Pilz für mich. Ich frage ihn nochmal, was er genau haben wollte. Er wollte irgendeinen Pilz haben. Ob der jetzt aber tatsächlich halt im Wasser drinne ist, weiß ich nicht. Oh, hier wäre noch ein anderer Pilz, ein Elegant-Pilz. Wollte der einen Elegant-Pilz haben? Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung. Ich schmeiß mal wieder was ins Wasser zurück. Geht das von hier aus? Ja. Tschüss, Seestern. Hab ein schönes Leben mehr. Du wirst heute nicht gegessen. Oh, ist ja cool. Die Pilze sind jetzt neu wegen Herbst, nicht wahr? Kann sein. Aber vielleicht nimmt der Goggle ja auch irgendwelche anderen Zutaten an. Andere Meeresfrüchte kann ja auch alles sein. Ich frag ihn mal. Ein Dörrpilz. Ja, ein Dörrpilz habe ich jetzt nicht dabei. Und wo sind denn eigentlich Aki und Lupo? Guck mal, die sind gar nicht hier. Aki und Lupo fehlen einfach. Geht ja gar nicht. Sind die noch zu Hause? Aki, warum bist du denn nicht beim Thanksgiving? Die ist tatsächlich zu Hause, ich fasse es ja nicht. Wie süß, die hat auch so ein Kochoutfit an. Lol, das gehört einfach zum Event dazu. Oh, wow, es hat wirklich funktioniert. Oh, hi Dizzy. Ich trainiere gerade meine Gehirnmuskeln für die Gedankenübertragung. Ich habe ganz fest an dich gedacht und du bist tatsächlich zu mir gekommen, Häschen.
Ja, okay. Und über was überlegst du? Sie kocht einfach. Ich habe noch nie meine Bewohner kochen sehen. Was kochst du denn? Oh ja, wo ja heute das Schlemmfest ist, wollte ich den Leuten mal zeigen, was fittes Fressen ist, Häschen. Und so habe ich mir ein Rezeptchen überlegt, das aus jedem einem Champ im Kegeln macht. Im Kegeln? Haben wir auf der Kegelanlage? Glaub nicht. Naja, wenn meine Zauberei was werden soll, bräuchte ich aber als Zutat noch eine Makrele. Tja, und da ich letzte Woche nicht einkaufen war, habe ich jetzt leider keine. Könntest du mir vielleicht eine bringen? Hey, okay, Aki will eine Makrele. Bringe ich dir. Schauen wir einmal in unser schlaues Buch, in dem alles drin steht und sehen, wie sieht denn eine Makrele aus? Das war ein relativ kleiner Fisch, wenn ich mich nicht irre. Bin ich gerade dumm? Das ist doch eine Makrele, oder nicht? Ja. So, wo gibt's denn die Makrele? Die gibt's zu jeder Zeit, zu jeder Saison und lebt im Meer. Okay, interessant. Hallo kleiner Fisch, sind Sie eine Makrele? Möchten Sie ein Quietscheentchen zu Ihrer Mahlzeit? Okay, Villa. Ich glaube, das ist aber ein bisschen zu groß für eine Makrele. Ja, ist ein Flunder. Nee, eine Kliesche. Eine Mini-Flunder. Und was sind Sie, mein Herr? Ein Barsch. Toll. Seebarsch kenne ich. Danke. Ey, das ist aber eine Flunder. Geil, jetzt haben wir auch noch den große Kliesche haben wir auch noch gefangen. Nice. Ein Kaiserschnapper. Okay, der ist zumindest was wert. Der Kaiserschnapper war mein Lieblingsfisch in Animal Crossing Wild World. Da habe ich den am allerliebsten gefangen. Ich weiß nicht, wie groß ist denn so eine Makrele? Eigentlich so mittelgroß, ne? Der ist wahrscheinlich auch schon wieder zu groß. Ja, okay, noch ein Kaiserschnapper von mir aus. Und noch ein Seebarsch. Ja, geil. Ganz gleich wieder ins Meer zurück. Ja, noch ein Seebarsch. Ich liebe diesen Fisch ja so sehr. Aber der Makrele ist doch nicht so klein wie dieser kleine Fisch hier, oder? Oder bin ich gerade voll auf dem falschen Trichter? So klein ist doch nur ein... Oh, als ob! Die Makrele ist so winzig. Ich dachte wirklich, sie sind mittelgroß und nicht so winzig klein wie so ein Seepferdchen. Oder ein Guppi. Die sind alle so klein. Die Makrele also auch. Okay. Auf zurück zu Aki. Ja, hier Aki, eine Makrele für dich und ein paar Seepärsche habe ich auch noch für dich. Nimm einfach alles, ja? Oh, echt? Du bist ja ein super MVP, Dizzy. Und weil du mir die Makrele gebracht hast, gebe ich dir eine Kliesche. Hier, bitteschön. Ich habe schon eine Kliesche. Guck doch mal in mein Inventar. Meine ganzen Taschen sind voll mit Fischen. Ah, und ich habe noch einen Tipp für dich. Muschelsuppe passt ja in jede Schlemmfestaufstellung. Aber wie macht man sie zum Starspieler? Ganz einfach, Kammmuscheln. Das bringt die Suppe auf Weltniveau. Okay, das war bestimmt ein Hinweis. Merke ich mir. Kammmuschel in die Muschelsuppe. Und ich war hier gerade auf dem Weg zu Lupo. Lupo ist aber nicht mehr zu Hause. Also anscheinend ist er jetzt auch auf dem Weg zum Schlemmfest hin. Und hier wächst einfach ein Dörrpilz, Leute. Also die Pilze wachsen anscheinend doch außerhalb vom Meer. Die wollte Meeresfrüchte haben oder der Goggle da. Aber die Pilze sind außerhalb. Hey, hast du etwa alles für das Karton? Geil. Gut, dann also. Frisch ans Werk. Hey, lecker. Ich weiß gar nicht, was ein Creton ist, wenn ich ehrlich bin. Ist das sowas wie ein Auflauf? Ist das mit Käse überbacken? Also mit Käse überbacken, dann wäre das sowieso mega krass, weil alles mit Käse überbacken ist geil. Und da kriegen wir einen Schlemmfestboden. Hatten wir den nicht schon? Wir hatten eine Tapete, einen Teppich und jetzt haben wir den Boden bekommen. Und für das finale Gericht brauchen wir... Weiß man doch nicht. Auf jeden Fall ist es Bratfisch. Seebarsch und Kliesche. Ich habe beides dabei. Ich habe beides dabei. Ich habe beides dabei für deinen komischen... Frisch, Fisch, Fisch, Bisch, Bisch. Hier. Seebarsch? Ein Glück habe ich die nicht alle weggeschmissen. Und eine Kliesche habe ich auch. Hier. Okay, dann also. Frisch ans Werk. Oh, das sieht wirklich aus wie aus dem Restaurant. Mag ich auch richtig gerne, so ein Fisch. Fischfilet, mega geil. Oh, sie machen bloß auf ein Gewuggelschuggelduggelduggel. 4-Gänge-Menü und deine Hilfe ist nicht geschafft. Deswegen nimm das hier an dich. Ein Füllhorn. Wie witzig das aussieht. Guck mal, die machen hier so Funkel-Glitzer-Schnuckelungel. Ich will das Emote auch haben. Hier gibt es so viele neue Emotes, die ich alle nicht habe. Ich habe nur Erschrecken. Ah, die freuen sich alle. Darf man das dann auch essen? Hey, Dizzy, das ist nichts für dich. Du wirst doch dick. Och, Mann. Nichts für mich. Ich will das aber doch essen. Oh, nom, nom, nom. Schlemmer, lemmel, lemmel, lemmel. Not bad. Und hier, der Gernot meinte gerade, dass man ja noch mal irgendwie was anderes kochen könnte. Dann bietet es sich doch an, dem Gernot die Kammmuschel zusammen mit diesen Teppichmuscheln anzubieten, oder? Weil Aki meinte, mit einer Kammmuschel schmeckt so eine Muschelsuppe richtig geil. Na dann, frisch ans Werk! Und meinen Bewohnern gefällt es richtig gut. Das ist die beste Muschelsuppe aller Zeiten. Oh, Gubbelgub. Ja, die Muschelsuppe ist die beste aller Zeiten. Da hast du vollkommen recht. Extraordinär. Dafür kriegst du ein Schlemmfest-Tischgedeck. Bitteschön.
Aber man kriegt ja so viele verschiedene Sachen. Ich weiß leider nicht, wie viele es gibt. An sich müsste ich wohl jedes der vier Gerichte dann nochmal aufpäppeln, oder wie? Und ich müsste dann meine Bewohner fragen, die in ihren Häusern drinne sind, was ich hier mit reinpacken soll. Ach guck mal, die funkelt jetzt auch so. Die Suppe ist jetzt am Funkeln. Okay, ich muss dann noch rausbekommen, wie man die anderen drei aufpäppelt. Und dann hat man alles, was man so machen kann, oder? Mist. Okay, wer ist denn hier nicht da? Die Silke ist nicht da. Alles klar, ab zur Silke. Die braucht eine Klische für ihr Rezept. Die haben wir ein Glück dabei. Kannst du gerne haben. Kriegt ihr für einen Orangenkürbis? Ganz toll. Wieso geben die eigentlich immer Sachen, die ich sowieso schon in meinem Inventar drin habe? Und sie sagt mir nur, beim Kürbiskuchenbacken ist es am schlauesten, verschiedene Sorten auf einmal zu benutzen. Okay, also das ist der nächste Tipp. Wir brauchen einfach nur alle Farben von Kürbissen. Und dann ist der Kürbiskuchen auch der allergeilste aller Zeiten. Ein Glück habe ich ein Kürbisfeld, wo es alle Sorten gibt. So, weiß, grün, orange. Haben wir gelb schon? Ja, gelb haben wir dabei. Da haben wir alles dabei. Das wird prima. Kürbiskuchenkolonia. Frisch ans Werk. Ey, da funkelt der Kürbiskuchen auch. Und wir kriegen noch eine Schlemmfest-Dekoration. So, das Pferd ist nicht da. Dann besuchen wir den nochmal. Carsten hieß der, glaube ich, ne? Ja. Sag mal, Carsten, weißt du zufällig, wie man ein Kreton besser macht? Oh ja, ja, das weiß ich, aber dafür brauche ich erstmal einen Seebarsch. Hast du vielleicht einen? Oh nein, ich hab zwar einen gehabt, aber den einen habe ich dem Gernot gegeben. Und die anderen 50 habe ich wieder ins Meer reingeschmissen. Woher sollte ich denn auch wissen, dass ich jemals in meinem Leben nochmal einen Seebarsch brauche? Aber Seebärsche gibt es ja zum Glück wie Sand am Meer. Und das ist kein Seebarsch. Sondern ein Stör. Jetzt kriege ich den Stör. Den wollte ich irgendwann mal im Sommer fangen, als der einen Monat danach dann weg wäre. Und da habe ich ihn nicht bekommen, obwohl ich 6 Stunden lang geangelt habe. Und jetzt kriege ich ihn hier, obwohl ich einen Seebarsch haben will. Ist das dein Ernst, Spiel? Ist das einfach dein Ernst? Dann ist das hier aber ein Seebarsch. 100%ig ist das ein Seebarsch. Nö, ein Kaiserschnapper. Jetzt kriege ich keine Seebärsche mehr, oder was? Mein Angel geht auch noch kaputt. Warum? Ich habe aber keine andere, oder? Oh, das Spiel hasst mich einfach. Ich habe keine weitere Angel dabei. Mann! Naja, dann können wir wenigstens mal bei den Nooks nachgucken. Da war ich nämlich heute auch noch nicht drin. Deren saisonaler Tisch hier ist weg. Was soll das denn? Das ist ja uncool. Mag ich nicht. Gefällt mir nicht, ihr Nooks. Gefällt mir gar nicht. Warum macht ihr das? Naja, gib mir mal eine... Ja, eine neue Kinderangel! Die Kinderangel ist sowieso die beste. Da sind nämlich eine kleine Quietscheente vorne dran. Jeder weiß, Seebärsche lieben Quietscheenten. Das muss einfach ein Seebarsch sein. Nein, wieder ein Kaiserschnapper. Mann, du bist auch kein Seebarsch. Mann, das kann doch nicht sein. Sonst kriegt man immer Seebärsche. Und dann, wenn man sie ein einziges Mal im Leben braucht, kommen sie nicht, oder was? Oh mein Gott, hallo. Wo sind die Seebärsche hin? Ich hatte vorhin 4 Stück oder sowas davon. Ich habe 3 weggeschmissen, weil ich ja nur einen brauchte. Bitte, Spiel, zeig mir das nicht so heim. Danke, na endlich. Oh, das hat aber lange gedauert. So, auf zu Carsten. Da hast du deinen scheiß Seebarsch. Ich kriege einen Schnabelbarsch dafür. Was ist denn ein Schnabelbarsch? Und der Kochtipp von Carsten ist... Bratfisch schmeckt gut mit Butter und Kräutern. Und ganz toll dabei ist ein gestreifter Fisch. Welche Fische sind denn gestreift? Zählt das hier als gestreift? Ist ein Masulachs gestreift? Der ist auf jeden Fall gestreift, oder? So ein Sonnenbarsch? Vielleicht so ein Snabblebass, ja! Den hat er mir doch gerade geschenkt. Kubbeligu, frisch ans Werk! Also hab ich wieder nicht drauf geachtet, ob das anders aussieht. Aber ich glaube, es sieht genauso aus, ne? Es glitzert und funkelt halt nur. Und wir haben jetzt das Kreton ausgelassen. Ich habe aber schon gesehen, dass dieses Robo-Chicken nicht da war. Wir kriegen erstmal noch einen Schlemmfesttisch und dann gehen wir jetzt zu diesem Robo-Chicken und der sollte ja uns dann die letzte Zutat geben. Robo-Chicken, ich komme! Gut, hieß der, genau. Hoffentlich will der was wir sowieso schon dabei haben. Eine Klische. Und der gibt es dafür einen Pazifik-Taschenkrebs. Klingt auch sehr interessant. Danke. Und wer hätte es anders erwarten können? Für das Kreton braucht man einen Pazifik-Taschenkrebs. Toll. Danke für den Tipp, Lutz. Der Lutz und der Carsten, die haben mir einfach genau die Zutat gegeben, die ich brauchte. Und es dann als super-duper Tipp hingestellt. Als super-duper geheime Zutat, mit der man das Essen besser machen kann. Die haben da bestimmt keine Hintergedanken gehabt, damit sie dann hier gleich beim Schlemmerfest selber ihre besten Zutaten, die sie selber sehr, sehr gerne mögen, im Rezept drin haben. Nein, nein. Gut, dann also zum letzten Gericht, dem Kreton. Frisch ans Werk. Ja, es funkelt und glitzert auch. Jetzt haben wir das perfekte
Thanksgiving Day mit Gerichten, die erstklassig sind. Alles funkelt und glitzert. Ich will dieses Emote aber auch haben. Kriege ich das jetzt noch? Ah, ich bin begeistert. Diese saftigen Krebschen runden den Geschmack meines Kartons erst so richtig ab. Beim Anklick dieser Köstlichkeit bekomme ich direkt Gänsehaut. Und das soll was heißen als Truthahn, haha. Gubbeligub, alle vier Gerichte, die heute zubereitet wurden, haben meine Originalrezepte übertroffen. Du hast mir heute so oft geholfen, dass ich mir für dich eine besondere Belohnung überlegen sollte. Oh, ich hab's. Ihr bastet doch alle gerne auf dieser Insel, stimmt's? Na, dann habe ich genau das Richtige. Hier, ein DIY für dich. Sogar eine Sammlung von DIYs. Damit kannst du ganz viele tolle Thanksgiving-Sachen machen. Stopp, ist die Miesmuschel etwa von dir, Ovo? Nicht schlecht, weißt du, ich bin richtig stolz auf dich. Oh, was? Luko hat mal geweint. Süß. Ja, also das war anscheinend das Schlemmfest. Voll knuffig alles. Weiß auch nicht. Ja, ja, wir können ja noch mal gucken, was wir da für tolle DIY-Sachen bekommen haben. Was ist das Ding? Kann ich die jetzt schon? Die hier sind das. Okay, also wir können einen Schlemmfest-Stuhl herstellen. Wir können einen Schlemmfest-Tisch herstellen. Schlemmfest-Sockel. Schlemmfest-Kamin. 30 Steine. Teuer, teuer. Schlemmfest Breter, Schlemmfest Tischgedeck, Schlemmfest Getreideko und Schlemmfest Dekoration. Oh boy. Okay, ich versuche das mal alles herzustellen. Ihr kennt das, Leute, bei diesen Events. Ich werde jetzt den Raum oben, der ist ja gerade noch Halloween-mäßig eingerichtet, den werde ich jetzt einmal ausräumen und dann da alles reinstellen, was wir aus diesem Event haben. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. 6,5 Stunden später. So, ich habe jetzt alles einmal hergestellt. Waren tatsächlich einige Sachen dabei, die man nicht so hatte. Und es sieht jetzt vielleicht ein bisschen trostlos aus. Weil es auch so dunkel ist. Aber ich finde, in hell sieht das auch nicht viel besser aus. Deswegen bleibt das mal so dunkel. Und ich habe auch nur einen Stuhl, weil ich keine Materialien mehr habe. Es tut mir leid. Das ist jetzt halt ein Corona-Thanksgiving, okay? Der durfte seine Familie nicht einladen, weil zu weit weg und haben alle Corona. Und deswegen muss er alleine feiern. Genau. Der Kamin, den finde ich am allerhübschesten, finde ich. Dieses komische Tischgedeck da oben finde ich auch sehr schön. Blablablub. Aber ja, das sind alle Sachen, die man herstellen konnte. Und jetzt kann er hier ganz alleine essen. Der Koch, der das Essen für seine ganze Gemeinde verbessert hat. Das ganze Viergänge-Menü hat er zum Spitzenkochgericht gemacht. Aber dann, wenn er zu Hause ist, ist er wieder ganz alleine und muss alleine sein Thanksgiving feiern. Voll traurig, ey. Ja. Aber ja, das war quasi mein Thanksgiving in Animal Crossing. Könnt ihr aber sagen, wie ihr das Event fandet. Ich fand es ganz witzig, war jetzt auch nicht so langwierig und man hat trotzdem viele neue Sachen bekommen. Das finde ich immer am besten, wenn man neue Sachen bekommt. Neue Sachen sind das Allergeilste. Und mit diesen Mini-Quests von den Bewohnern, die dann noch zu Hause mit ihrer Kochmütze drauf waren, fand ich ganz schön. Und ich musste endlich mal wieder tauchen. Sonst hatte ich immer keinen Grund zum Tauchen. Heute musste ich das mal machen. Ja, das wäre es dann aber gewesen. Bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis denn. Tschüss.